Schönen guten Abend, meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu The Breath of the Wild. Das letzte Mal haben wir die allerletzte Erinnerung gefunden. Ja, wir haben alle Erinnerungen gespielt. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir leider die Kugel von Impa immer noch nicht bekommen können. Keine Ahnung, was wir dafür machen müssen. Könnt ihr natürlich mal googeln. Aber nein, mache ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich es wirklich absolut nicht rausfinde. Ansonsten möchte ich ganz gerne in dieser Folge, wie bereits schon das letzte Mal erwähnt, Minispiele machen. Ich habe leider nicht genau geguckt, wo denn nun alle sind. Das kann ich ja wohl nachgucken, ne? Das ist ja nicht schlimm. Aber, ich möchte jetzt zuerst, das war der, ne, genau, die beiden Pferd-Minispiele machen, die ich ja schon erwähnt hatte. Und die beiden befinden sich hier unten in Faerûn tatsächlich. Und zwar einer auch an dem Stall, zumindest, wenn ich das richtig gelesen habe oder jetzt in Erinnerung habe, ist nämlich wieder ein paar Stunden her, als ich das gegoogelt hatte. Dann dürfte es bei dem gleichen Typen sein, wo wir damals halt den Schimmel, damals, also vor einigen Folgen den Schimmel bekommen haben. Und ja, schauen wir nochmal. Nur müssen wir ihn halt mit einem Pferd ansprechen und dann hat er halt so, hey, du hast ein Pferd, Mann, zeig mir mal, was du kannst. So nach dem Motto. Ja, das möchte ich jetzt einfach machen. Ich werde einfach mal das Viech nehmen, Zelda habe ich es ja genannt. Ich bereue es jetzt schon. Und ich denke, damit sollte es irgendwie machbar sein, weil es ist ja scheinbar ein gutes Pferd. Leider wird es für mich ja erschwert, ja, kann man ja einfach mal so sagen, eiskalt, weil ich nicht Epona haben kann, weil ich den Amiibo nicht habe und dementsprechend, ja. Also Epona ist halt, das kann man ja durch ein Amiibo bekommen und das hat halt perfekte Werte, Epona, also hat alles auf 3 Sterne oder wie viel man das haben kann. Und naja, na dadurch habe ich ja, durch den Schimmel habe ich ja wahrscheinlich so das zweitbeste, was man haben kann. Ah, sehr schön. Ich möchte mir den Pferd abholen und zwar, 5 Sterne sogar. Wie gut das einfach nur ist. Hat leider keine Zuneigung. Das ist natürlich doof. Ruhig, ungestüm. Ja, egal. Kriege ich schon den. Naja, egal. Ja, sonst muss ich zur Not, wenn ich es wirklich nicht schaffe, einfach mal ein bisschen damit reiten. Während ich jetzt in der nächsten Zeit noch ein bisschen erkunden werde und so. Wenn du das in meine Dienste in Anspruch genommen hast, bla 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 bla. So, du geiles Pferd. Naja, kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, ich glaube auch, die Aufgabe ist noch relativ machbar. Die andere ist, glaube ich, eher die... Ups, scheiße. Die schwerere. So, each. Achso, es ist... Oh, es ist 5 Uhr morgens. Ich hasse es. Ich hasse die Zeit in diesem Spiel, ne? Ich hasse sie so unglaublich. Der Typ pennt jetzt wahrscheinlich noch. Oh Gott, okay, das geht irgendwie gar nicht. Das Pferd reitet richtig scheiße. Wie ist es schon schnell? Das kann man ja mal sagen. Okay, geht eigentlich. Man muss einfach wirklich lenken. Das kann ich ja nicht machen. Wir sind tätscheln. Oh, Liebe. Liebe. Kann die ganze Zeit Liebe machen? Nee, jetzt nicht. Liebe. Verstehe nicht. Naja, gut. Vielleicht ist er jetzt schon ein bisschen besser. Ich würde gerne absteigen. Wow. Das andere... Oh Gott, ey, wenn ich jetzt schon daran denke. Na, wir kriegen das schon hin irgendwie, die Quests. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Oh Mann, ey. 6 Uhr morgens. Sind die jetzt mal aufgestanden hier, die Typen? Ich meine, es müsste auch eigentlich wieder der alte Opa sein, wie auch letztes Mal. Oder? Ne, der ist das, genau. Der Blüne. Sehr gut, du bist ja wieder. Du willst also mal einen Rekord brechen? Ich bin dabei. Habe ich schon mal mit dem gesprochen? Oh. Dann bräuchte ich erstmal einen kleinen Umkostenbeitrag von 20 Rubinen. Natürlich. Lass es krachen. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Geld verschwendet, ne? Leck mich am Arsch. Okay, na gut, wenn ich wahrscheinlich verkacke, vielleicht kriege ich da einfach Geld zurück. Das kann ja auch sein. So, wir müssen über Hindernisse springen. Gut, dann kläre ich mal die Regeln. Reite über diese Wiese und spring dabei über die Hindernisse. Nisse. Insgesamt gibt es 10 dieser Hürden und du kannst nicht nur zum Ziel, bevor du bla alle gemacht hast. Wenn du alle geschafft hast, komm wieder her. Hier ist dann das Ziel. Okay, wenn du vom Pferd steigst, wirst du disqualifiziert, aber das ist ja eigentlich logisch, oder? Das Schwierige ist, dass du nicht einfach mit vollem Tempo galoppieren darfst. Um über die Hindernisse zu kommen, musst du nämlich gerade so schnell sein, dass du dein Pferd genau lenken kannst. Wenn du gute Zeit schaffst, gebe ich dir meine liebste Pferdeausrüstung. Versuch erstmal 1 Minute und 30 Sekunden zu schaffen. Mein Rekord liegt bei 1 Minute und 15. Denkst du, da kannst du mithalten? Nö. Los! So, ich denke mal, das ist hier schon die beste Geschwindigkeit, ja, so. Zack. Lenkpferd. Genau, so. Alter, ich bin ein Pferdeflüsterer. Ich hab's schon immer gewusst. Avira ist wieder da. Marvin. Avira. Ach ja, der alte Insider wird auch nie alt.
Der alte Insider wird nie alt, ja, okay. Ja, okay, das habe ich jetzt mal richtig saftig verkackt. Leg mir im Arsch. Ich bin auch gerade mal selber dran schuld. Na gut, ist ja halt für den Anfang, ne? Ist okay, wenn ich erstmal verkacke. Aha. Nee, kein Bock. Scheiße. Ja, los. Ja, da war ich halt selber dran schuld, weil ich so komisch schräg daran geritten bin. Hey! Was denn jetzt? Warum? Ach, fick dich doch, blödes Pferd. Guck mal, die Gegner gehen sogar hoch, wenn man es geschafft hat. Ist interessant. Wow, okay. Die Geschwindigkeit reicht in der Theorie also auch. Gut zu wissen. Hä? Warum hörst du manchmal einfach auf? Warum? Warum? Dummes Pferd. Ey, es hat jetzt so gut geklappt am Anfang. Und jetzt betrayst du mich, oder was? Ja, fick dich. Dummes Scheißpferd. Mann. Ey, es reitet wieder völlig andere Wege. Leck mir am Arsch. Ich glaube, es liegt daran, weil das nicht die Straße ist. Nee, es will da nicht rüber, weil es nicht die verfickte Straße ist. Oh Mann, was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Moment. Übung macht ja den Meister. Obwohl, da eben war ja auch nicht die Straße. Ne, es will da nicht rüber. Es will einfach nicht über dieses Ding rüber. Ja, das ist ja toll. Hä, warum nicht? Versuchen wir mal weiter. Das fährt gleich wieder kein... Ja, ey, das ist doch jetzt gerade... Das ist doch jetzt gerade richtig behindert. Dummes Scheißpferd, Mann. Hör auf, dich meinem Willen zu widersetzen. Ich hole gleich einfach mein anderes Pferd, glaube ich. Ich glaube, die Ausdauer an Zeit ist einfach völlig Wurst. Na komm, kann ich mich einfach disqualifizieren lassen. Ja, ist okay, Mann. Ist okay. Da, 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 nein. So, warte mal. Dann hole ich mir jetzt mal schnell mein anderes Pferd. Das Pferd ist nämlich ganz schön behindert, weil es einfach nicht auf mich hört. Pferd abholen, mit abholen. Ja, aber das war jetzt wenigstens mehr Zuneigung hat. Mal schnell das Pferd tauschen, warum auch nicht? Da. Wird das mit dem Reden schwierig, ja, das stimmt. So. So, bla 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 bla. Nein, wartet. Machen wir anders. Dann speichere ich jetzt eben schnell, weil wenn ich dann halt wieder auf die Verkacke, dann kann ich aber neu laden und dann habe ich nicht so viel Geld verschwendet. Denn ich brauche das scheiß Geld im Spiel noch. Ja. Lass es krachen. Nichts lieber als das. Kein Bedarf. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ich kann nur zweimal. Kann nur zweimal Gas geben. Ja, das ist natürlich schön. Aber es hört besser auf mich. So, es reicht ja, wenn ich auch langsam darüber springe. Zumindest für das Pferd. Okay! Back halt einfach mal dran vorbei. Okay. Schnell! Da! Ey, ne? Ich sage es euch, Leute, die Pferdphysik in diesem Spiel, ne? Die treibt mich echt nur in den Wahnsinn. Die ist so unfassbar schlecht. Das ist echt kaum in Worte zu fassen. Wer kommt auf die Idee? So eine behinderte Pferdesteuerung einfallen zu lassen. Mann, das geht mir echt auf den Keks. Jetzt, guck mal, jetzt schon wieder so eine Stelle. Manche Pferde wollen über manche Hindernisse einfach nicht rüber. Die wollen da einfach nicht rüber. Warum? Warum? Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ernsthaft. Es ist einfach unlogisch. Sorry, liebe Nintendo-Fick-Entwickler, dass ich mir kein Amiibo für 100 Euro kaufe, nur damit ich ein besseres Pferd habe. Ehrlich, Nintendo, fickt euch. Nintendo geht mir sowieso mit seinen Amiibo so hart auf den Sack, ne? Guck mal, wir haben Amiibo-Support. Guck mal, ihr könnt euch für 100.000 Euro so ein Ding kaufen und dann habt ihr Boni im Spiel, die anders einfacher machen. Und die, die es dann nicht haben, haben einfach gelitten. Toll, ne?
Ganz toll. Heißt, es gibt genug Leute, die sich nicht, keine Ahnung, alle 2 Monate ein Spiel für 50 Euro kaufen können. Und dann noch, da ist auch noch eins. Und dann noch so ein behinderten Amiibo dazu. Nee, danke. Ja, fick dich, du dummes Pferd, ey. Mann, geht mir die Steuerung auf den Keks, ne? Ich muss mal wieder mehr zügeln vielleicht. Tätscheln, meine ich. Ey, das ist so dumm. Ich steuere einfach geradewegs auf dieses Viech zu, ne? Auf dieses Ding zu. Einfach komplett gerade. Und es will einfach nicht. Das ist unglaublich. Oh, warum? Alter, ich hab gesagt, ne, ich reg mich nicht auf, aber ich reg mich jetzt wieder so hart auf. Mann, es geht mir einfach in diesem Spiel, ne? Ohne Scheiß. Die Pferde, Logik, was auch immer. Das Spiel ist einfach komplett behindert. Macht einfach keinen Spaß. Macht einfach keinen Spaß, in dem Spiel zu reiten. Einfach nein, hoppala, tut mir leid. Hallo. Hey, ich habe nur 1,30 zu lang gebraucht. Oh. Ja, das wird ja noch ein Spaß hier, ey. Oh, Mann, ey. Bla, 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 ich bin dabei. Ja, dann bezahle ich halt nochmal. Oh, ist das gay, ey. Das ist unglaublich. Nein, du brauchst mir nichts mehr erklären. Ich kann auch bestimmt, warte mal, ich reite einfach in die andere Richtung. Geht doch bestimmt auch. Ich meine, welche Reihenfolge ich das mache, ist ja egal. Mache ich deswegen, weil diese Hindernisse hier, die mit Abstand die schlimmsten sind. Habe ich die schlimmsten schon mal hinter mir. Was glaube ich auch so ein bisschen daran liegt, wie lange das Pferd schon reitet, habe ich eher das Gefühl. Oh. Ja, okay, ich muss genau im richtigen Winkel drauf zufahren, habe ich schon verstanden. Geht aber nicht in... Ja, und schon wieder verkackt. Ja, komm, ey. Fick dich ins Kniespiel, ernsthaft. Leck mich. Leck mich. Ich glaube, das andere Spiel wird noch schlimmer, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, Mann, ey. Minispiele in Breath of the Wild, ne? Ey, es ist unglaublich, wie behindert die mitunter sind. Kann echt nicht. Boah, man kann echt nicht mit A sprechen, ne? Bla bla bla, ich bin dabei, bla bla bla, bezahlen, bla 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 bla. Ladepunkt Screen. Kein Bedarf. Haha. Jetzt ist wenig losreiten. Es will einfach nicht losreiten. Das geht ja schon mal gut los. So. Hier ein bisschen Liebe. Ganz vorsichtig, ganz ruhig. Ja, wir lassen uns Zeit. Ist absolut okay. Fick dich! Da bin ich überhaupt nicht hingeritten. Ach, Drecksscheißspiel, ey. Boah, das geht halt überhaupt nicht. Das geht einfach überhaupt nicht in diesem Kalkspiel. Dieses Reiten, ne? Es hat so eine absolut schreckliche Steuerung. Ernsthaft. Du tippst einmal nach links, dann macht er gefühlt eine 90-Grad-Drehung. Manchmal ziehst du einfach voll nach links und da reitet er einfach nicht hin. Er macht es einfach nicht. Mann, ist das ein Bullshit, ey. Oh. Ja, okay, Nintendo. Ich kaufe mir ein Amiibo für 80 Euro, damit ich ein behindertes Minispiel schaffen kann oder was, ey. Fickt euch. Ernsthaft. Das ist so eine Abzocke, ne? Mann. Oh. Oh Mann, ey. Weißt du, DLCs, die vielleicht noch eine extra Story hinzufügen? Klar. Aber DLCs, im Endeffekt kann man ja sagen, wie man DLCs, der einfach Dinge im Spiel vereinfacht und eigentlich das Spiel erst komplett machen, ja? Es ist die absolute Hölle. Und Nintendo ist nie in diese Richtung gegangen, aber in den letzten Jahren schon. Das geht mir so auf den Sack. Ne, diese ganze Amiibo-Geschichte ist einfach das Schlimmste, was hier passieren konnte. Die Amiibos sehen schick aus, das gebe ich zu. Aber sie sind einfach Abzocke. Sind einfach Abzocke. Kann man nicht anders sagen. Aber das Schlimme ist, dieses Pferd ist so unfähig, auf Gras zu reiten. Oh, vor allem dieser komische Zickzack-Bums hier, ne? Was ist das? Ja, jetzt schaffe ich es wieder nicht, weil
Ja, ey, fick! Dummes Scheißpferd, ey. Mann, ist es schlimm. Ist es absolut schlimm, diese Störung. Die ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Mann. Jetzt reitet, du dummes Pferd. Oh, ist das absolut schlimm. Ich will nicht mehr. Sag ich, dass dieser Zickzack-Kurs hier einfach mega nervig ist? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, das erstmal in einer anderen Richtung zu machen. Okay. Weil man dann diese schlimmen Sprünge schon hinter sich hat. Ich habe auch keine Ahnung, wann man am besten Gas gibt, so. Wann das Pferd... Ja, ey! Und schon wieder ist dieses Pferd ganz anders geritten, als ich wollte, ey. Ah, kann ich doch gleich neu laden, ey. Mann, ist das eine Grütze, ne? Ich hole mir, glaube ich, doch wieder das andere Pferd. Ich glaube, es geht doch besser. Geht mit dem halt genauso schlimm. Das ist das Problem. Ah, ich hasse es. Diese Pferdestörung im Spiel. Boah. Die ist so schrecklich. Die ist so absolut schrecklich. Ja. Oh. Das hat auch schon Zuneigung 11, ey. Nur das Temperament ist halt behindert. So, habe ich denn jetzt das Geschirr, was auch die komische Alter hatte? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, wie man hier wieder... Oh, wo ist denn die verfickte Tasche? Wie man das jetzt ändern könnte. Ja, scheint es aber zu sein, was ich gerade ausgerüstet habe. Ich will nicht mit dem sprechen. Mit dem sprechen. Nein! Jetzt muss ich aber wieder speichern. Oh. Ganz ruhig, Leon. Ganz ruhig bleiben. Niemand ist gegen dich. Fick dich, du Dumme. Geh weg! Geh weg! Nein, nicht du! Endlich meinen Rekord knacken, sagt er. Wie wär's mit Fick dich, du Hurensohn. Sagst du, dass die Pferdesteuerung absolut Cancer ist? Ich glaube schon. Kein Bedarf. Und wieder reitet. Guck mal, das Pferd reitet aber von Anfang an in die ganz andere Richtung, als ich es eigentlich will. Ja, doch, ist wieder geil, ne? Das Gute ist, dem kann ich schon mal gleich sagen, losreiten. Weil er halt 5 hat. Ja, ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht, weil... Ja, weil ich nicht 90 Grad gerade auf das Ding zufahre. Warum denn? Warum geht das dann nicht? Pferd, reite doch nicht daran vorbei! Ich reite genau geradewegs darauf zu. Und das Pferd haut einfach von alleine ab. Das ist so eine Abzocke. Mann! Pferde! Ich hasse diese Scheißviecher, Mann. Oh, ist das schlimm. Ist diese Störung absolut schlimm, oder nicht, ey? Oh. Pferde. Pferde in diesem Spiel. Wer benutzt diese Scheißviecher in dem Spiel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Leute, die in Zelda Breath of the Wild mit Pferden reiten, ja? Um die Welt damit erzucken. Die haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ernsthaft. Das macht einfach keinen Sinn. Weil die Pferde nichts können. Die können auf der Straße bleiben. Ja. Und wenn du bei Zelda auf der Straße bleibst, dann hast du einen Gehirnfehler, glaube ich. Weil es geht darum, die Wildnis, ja. Und die Berge und was weiß ich zu erkunden. Und dieses Spiel ist nun mal fucking bergig. Das kann ja nicht ohne Grund 90 Grad Wände hochklettern. Und dann Pferd, ey. Wenn es ja wie so ein Skyrim-Pferd wäre, was auch einfach 90 Grad Wände hochlaufen kann, ne? Dann würde ich ja nicht sagen. Aber mit einer realistischen Pferdsteuerung macht das Ganze erstaunlich wenig Sinn. So, jetzt ist dieses Pferd wieder behindert, glaube ich. Oh mein Gott, es war mir nicht behindert an dieser Stelle. Leck mir am Arsch. Vielleicht muss ich einfach immer... Ja, jetzt ist es wieder... Dieses Pferd geht mir so auf den Keks, ne? Ey, ohne Scheiß. Ich reite halt 90 Grad auf dieses Ding zu. 90 Grad, also geraden Winkel. Dieses Pferd hat einfach... Es haut einfach von alleine ab. Mann! Keine Kontrolle über den Spielcharakter zu haben, ne? Mann, ist das nervig.
Einfach mal tätscheln, kurz bevor ich springe. Dann hört es nämlich auf mich, glaube ich. Aber ich glaube es auch nur. Guck mal, in der Geschwindigkeit komme ich halt schon mal überall rüber, glaube ich. Da aber nicht, doch. Mache ich jetzt einfach nochmal. Wohl, vielleicht doch nicht. Hab mich lieb. Ja, und wieder dran vorbei. Weil dieses Pferd dumm und behindert ist. Dumm und behindert. Na, guck mal, es kam auch schon mal deutlich näher ran. Zumindest an die 1,30. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Ich muss dann halt einfach auch spurten, aber ich trau mich nicht, weil das Pferd dann vielleicht wieder ausrastet und einfach nichts mehr mit seinem Leben anfangen kann. Schneller! Halt die Fresse. Bla 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 bla. Laber mich nicht voll mit einer Sülze, die mich nicht interessiert. So, ja, 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 ja. So, danke. Kurz liebhaben. Oh ja, liebe mich. Geil. Mach doch noch einen größeren Bogen. Ist okay. Hab ich kein Problem mit. So. Langsam werden mein Pferd und ich eins. Aber auch wirklich nur ganz langsam. Guck mal, jetzt hat's mich wieder lieb. Verstehe ich nicht. Reite bitte geradewegs drauf zu. Ja, jetzt hast du wieder keinen Bock. Doch. Geht sogar. Liebe Harry, liebe. Nein! Nein! Warum? Warum fährt? Warum so kurz vorm Ende? Warum? 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 Sicher will ich die andere Belohnung haben. Warum so kurz vorm Ende? Warum? Warum verkackst du dann? Warum? Ich war so knapp dran. Ja, Pferdausrüstung, ja, meinetwegen, ey. Ja. Lieber nicht. Erstmal speichern, dass ich schon mal das eine habe. Boah. Ey, es hat so gut geklappt gerade. Es hat so gut geklappt. Am letzten oder vorletzten Sprungteil verkackt dieses dumme Pferd schon wieder und macht wieder nie, was ich will. Mann. Oh. Aber es gibt mir Hoffnung. Na, guck mal, immerhin redet er jetzt kürzer. Braucht man anfangen. So. Kurz Liebe machen. Ja. Genau, lernen. Trotz des großen Bogens eben hat es geklappt. Das hat mich auch so ein bisschen erstaunt. So, einfach ganz, ganz ruhig hier durch. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit hier. Einfach gar nicht groß hechten und jetzt einfach wieder Gas geben. So. Einfach nochmal kurz lieb haben. Was eben auch nur manchmal was bringt. Ja, es will es wahrscheinlich wieder nicht. Doch, geht sogar noch. Aha, jetzt hast du mich wieder lieb. So, ich hoffe. Na gut, in dem Winkel funktioniert's. Was? Also Spuren, liebhaben, Spuren, ganz komisch. Okay, jetzt will es glaube ich wieder nicht. Doch. Leck mir am Arsch.
Okay. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Scheiße! Lava! Du hast es geschafft. Ach nö, ey, komm. Och Mann. Ey, es war noch knapper. Oh, ich will nicht. Ja, Gott, dann bezahl ich halt nochmal. Jetzt bin ich ja durch. Ah, Fit-Karotte, toll, danke. Ey, das war doch schon richtig gut gerade. Oh Mann, fuck. Okay, ich muss. Okay, warte mal, ich hab eine Idee. Das war ja wirklich nur eine Sekunde. Ich hab eine Idee. Zumindest ein bisschen. So, erstmal bam, Gas geben. Am besten gleich nochmal Gas geben. So. Da schon mal rüber. Und jetzt kann ich ruhig langsamer werden. Hier lassen wir Zeit, weil die Stelle wird sonst eine Katastrophe. Sagen wir mal, wie es ist. So. So, das passt doch. Das geht schon mal. Boah, guck mal, für die krasse Abkürzung, die ich hier nehme. Oder auch nicht. Egal, ich habe kaum Zeit verloren. Das geht noch. Ach man, ist so ärgerlich, weil es gerade so ein guter Run war, ne? Und dann reicht es einfach nicht. Ich bin ja wirklich gut geritten. Ah, es hat einfach nicht gereicht. Auch wenn ich immer nicht checke, wann das Zähmen oder das Lieben was bringt. Oder was es überhaupt bringt. Ja, fick dich. Ja, da war ich aber auch im blöden Winkel drauf. Boah, das ist jetzt eine halbe Stunde. Ja, dauert das hätte ich aber auch im Leben nicht erwartet, ey. Ist immer der gleiche Bullshit. Aber ich schaff das. Ich schaff das. Ich hab's ja eben fast geschafft. Es war eine verfickte Sekunde zu langsam. Und das war auch. Ich bin ja auch gut gerannt, ne? Warum spawn ich jetzt in der Richtung? War das eben auch schon so? Hi. Ja. Bezahlen. Kein Bedarf. Okay. Ich glaube, ich darf das Pferd nicht beleidigen. Ich habe ja öfter jetzt... Wo reitest du denn jetzt bitte hin? Ich habe schon öfter gesagt, fick dich und so, ne? Ich muss ja einfach mit aufhören. Ich glaube, wenn ich das mache, dann... funktioniert nicht. So, mal, hier gebe ich jetzt einmal Boost. Okay, irgendwie... Ich glaube, ich mehr Zeit verloren als gewonnen. Ja, okay. Ja, den Stern zu boosten bringt mir einen Scheiß, weil das Pferd dann einfach komplett ausrastet, wieder irgendwo hinreitet, wo es gar nicht hin soll. Boom. So. Einfach immer, glaube ich, wenn ich mit dem Boost fertig bin hier, ne? Und das langsam reite, dann werde ich einfach mal tätscheln. Weil durch das Tätscheln verliere ich, glaube ich, eh Geschwindigkeit. Dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe oder so. Vielleicht nennt man das so, vielleicht aber auch nicht. Ja, zu schnell. Mann! Ich wusste, ich jetzt nicht wagen sollen. Hui! Wurzeln Pferde folgen sich von sich aus den Wegen. So kannst du dich ganz auf die Umgebung. Wow! Okay, das wusste ich nicht. Hi. Ja, ich bin dabei. Pferd. Ich fährt verrückt. Okay, komm. Kriegen wir hin. Wie schon öfter gesagt. So, mein Gott, das hat ja gedauert. Das war schon äußerst knapp, glaube ich. Liebe Harry, liebe. Oh Gott. Ja, ey, und schon wieder. Ich war blöden Winkel. Mann, das ist aber auch. Das ist einfach so verwinkelt, ne? Also, Mann. Ah. Kann man nicht irgendwie klüger durch? Ich bezweifle. Man könnte eine große Runde machen, aber das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ah. Ja, ich bin dabei. Nein.
Das dauert immer so lange, bis das Pferd in der richtigen Geschwindigkeit, ja. Warum weigert sich dieses Pferd manchmal Dinge zu tun, die ich möchte? Warum fällt es sich manchmal anders als sonst? Was soll das? Warum? Warum ist denn das so? Das verstehe ich nicht. Jetzt, ich mache wieder absolut keine Fortschritte gerade. Ich verkacke schon wieder beim ersten Sprung, ey. Oh Mann, ey, das ist schon wieder eine Bullshit hier, ey. Das ist echt unglaublich. Also in letzter Zeit, ne? Will mich das Spiel wieder echt ficken. Also es hat wirklich so eine Quest nach der anderen, die mir so richtig hart auf den Sack geht. Mann. Es muss doch nicht sein. Okay, jetzt einfach meine Fresse. Das wäre mal ein guter Plan bei mir. Ich bin so ein Hurensohn, ne? Ich bin selber dran schuld. Nein, du darfst, Leon, du darfst da kein zweites Mal spurten. Dann ist das Ding nämlich zu schnell. Mann! Ey, ich kann mir auch keine Sachen merken manchmal. Das ist auch so ultimativ schlimm. Ich hasse mich manchmal, wenn ich Dinge falsch mache und sie dann 2 Minuten später schon nochmal falsch mache. Mann, das passiert mir viel zu oft in meinem Leben. Aus Fehlern lernt man, ist bei mir halt echt nicht drin manchmal. Ja. Nein. So. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht verstanden. Warum ist es da jetzt wieder stehen geblieben? Da war ich irgendwie zu nah am Pfosten oder so. Oh Mann. Oh, dieser Anfang, ne? Er ist so schlimm. Oder das Ende wahlweise. Wahl mit ohne H. Lol, man kann so mit dem Pferd reiten. Wie geil ist das denn? Ich bin dabei. okay. Naja, das wäre doch einfach Starthemmungen. Ist auch schon mal interessant genug. Ich hasse es. Ich hasse es! Ich hasse dieses scheiß Dreckspferd, ne? Mann! Oh. Alter, wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange bitte? Alter, halbe Stunde sitze ich jetzt hier dran und ich schaffe es einfach nicht. Ja. Alter, hätte ich nicht gespeichert. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich jetzt schon verschwendet hätte hier. Oh Mann, ich hatte einfach schon... Mann, das regt mich halt wieder richtig auf, ne? Ah, oh, dass ich schon 1,16 hatte. Weil 1,16, das ist so der ultimative Disrespect, ey. So, oh mein Gott, das Pferd hat mal schnell gestartet. Leck mir mal. Hab auch schon lange nicht mehr gesehen. So, irgendwie kommt es mittlerweile, das Pferd, über die zweite Hürde nicht mehr hinweg. Das hat sogar funktioniert, was ich gerade versucht habe. Warum? Warum? Ich hab dich gerade gestreichelt. Warum willst du dann da nicht rüber?
Warum nicht? Ey, dieses, es macht halt keinen Sinn. Es ist halt einfach, ich glaube, es ist wirklich so ein Zufallselement drin. Einfach, springt er oder springt er nicht? Oh, ist das ein Kotz schon wieder, ne? Ist halt, oh, Mann. So kann man auch eine ganze Folge verschwenden, ey. Geil. Freut mich richtig, ey. Macht richtig Bock. Alter. Ja, okay. Fährt wir erstmal ganz am Anfang. Richtig gut. Guck mal, jetzt braucht es auch halt keine Liebe. Sonst braucht es ja auch wirklich erstmal am zweiten Dings hier. Wollt's gestreichelt werden. Jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, toll, toll. Ein Meter, bevor ich an dem Zaun ankomme. Ey, das ist so ein Random-Faktor. Ne? Es ist so ein Random-Faktor. Es geht mir gerade so auf den Keks. Mann. Ey, diese Minispiele in dem Spiel sind einfach der größte Rotz, ne? Es macht einfach, es ist einfach so die Anti-Definition von Spaß, ey. Es ist so schlimm. Mann, es gibt aber kein Minispiel in dem Spiel. Keins, was in irgendeiner Art und Weise Spaß macht. Ey, es sind halt total lame, behinderte Minispiele, die keine Belohnung geben oder wo es einfach super easy ist und wo einfach kein Spaß vorhanden ist, ja? Oder es sind einfach so eine Bockschweren, die einfach nur random behindert sind. Mann, das geht mir vielleicht auf den Sack. Und reite einfach mal los, du dummes Pferd, ey. Guck mal, wo reitet es denn jetzt schon wieder hin, ey? Einfach irgendwo. Okay, warum auch nicht? Reite halt irgendwo hin, wo du gerade Bock hast. Alter. So ein Müll einfach. So ein Müll, reite los. Da ist ein Baumstumpf im Weg. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ernsthaft, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Grütze gerade. Vor allen Dingen, weil es einfach immer schlechter wird. Weil ich einfach immer mehr Pech habe. Einfach nur Pech. Man kann in diesem Modus einfach nur Pech haben. Nichts anderes. Es kommt nicht darauf an, irgendwie Skill zu haben, sein Pferd zu drehen. Es ist einfach Luck. Es ist einfach Luck. Man muss einfach Glück haben, dass das Pferd bei geraden Stellen so ausrastet. Und man es dann einfach easy tätscheln kann. Ja, einfach. Und am Anfang darf es einfach noch nicht, es darf am Anfang einfach noch nicht ausrasten. Darf es nicht. Es darf dort nicht ausrasten. Sonst kannst du den Run vergessen. Du kannst ihn vergessen. Das ist so ein Müll. Mann. Ich hasse Glücksspiele. Ich habe in Glücksspielen nie Glück. Nie, nie und nimmer. Das ist ja auch okay. Aber dann sollen einfach Leute keine glücksbasierten Minigames in Videospielen einbauen. Es ist ein komplettes Spiel so. Dann würde sie mich gar nicht spielen. Dann ist auch wieder okay. So. Jetzt einfach mal hier ein bisschen tätscheln, genau. Und jetzt springst du darüber. Ja, sehr schön. So wollte ich das. Das letzte Mal, als ich einfach immer getätschelt habe, kurz bevor ich gesprungen bin, das hat ja gut funktioniert. Warum ich jetzt überhaupt gar nicht mehr so weit kam, habe ich auch nicht so ganz gecheckt. Ja, jetzt habe ich leider wieder ordentlich Speed verloren. So, und jetzt nicht ein zweites Mal, nein. Höchstens erst jetzt, aber jetzt traue ich mich nicht, weil der Sprung schon gleich kommt. Ja, es wird aber wieder nichts, vor allen Dingen, weil die Zeit halt schon so fortgeschritten ist. Obwohl. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh Mann, so ein Drecksmodus. Alter! Und dann auch noch mit so einer geilen Zeit, ne? Oh, ich bin erlöst. Zumindest von dem Spiel. Huiuiuiuiuiuiui. Okay. Diese Pferde sind, die ich versprochen habe. Danke. Aber jetzt habe ich jetzt davon Leute rausfordern. Aber irgendwann breche ich deinen Rekord. Wirst sehen. Willst du nochmal versuchen? Ich will dich nie wieder mit dem Sehen in meinem scheiß Leben. Nie wieder. Ich frage mich halt jetzt, wie kann man das ausrüsten? Kann ich jetzt einfach irgendwie feste Akten verwenden. Seine Stickereien und Edelsteine lassen einen Eindruck. Geeignet für alle, die auffallen wollen. Check ihn nicht. Wie kann ich das jetzt ausrüsten? Geht das überhaupt? Kann ich das irgendwie am Stall machen? Keine Ahnung. Ah, weg mit diesem Scheißpferd. Obwohl, ich brauche es ja das nächste Mal auch. Okay, dann behalte ich es doch.
Okay, Leute, das war die Folge für heute. Ja, wir haben ein ganzes paar damit verschwendet, das Minispiel zu machen, aber wir haben es immerhin geschafft. In der nächsten Folge geht es dann zum Hateno-Turm. Denn hier irgendwo gibt es halt das nächste Minispiel. Das wird auch noch schlimm. Ich glaube, es ist zumindest der Turm. Er müsste es sein, ja. Oh Mann, vielleicht finden wir auf dem Weg einen Schrein oder so. Wo war denn das? Das war hier im Wald, ne? Boah, ich erinnere mich. Ja, vielleicht finden wir was, aber vielleicht auch nicht. Ja. Na gut, ne? Aber dann in der nächsten Folge das nächste Minispiel. Es wird wahrscheinlich noch schlimmer, aber ist okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.